Glück auf und fangen auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab, beziehungsweise momentan gerade aus Sternensingen. Ja, wir sind immer noch in Sternensingen und leider sollte heute eigentlich ein Helferlein kommen, aber der hat ein Problem mit seinem Grafikdämon, der in seinem Kopf sitzt und jetzt sieht er alles voller Streifen und kann nicht. Beste Grüße an den lieben guten Zordan. Zordan, ich hoffe, du kriegst das bald in den Griff mit diesem Problem und dass du uns nicht allzu lange nicht zur Verfügung stehst. Ja, könnte man so sagen, ne? Könnte man so sagen. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Heute ist etwas Neues an der Reihe. Ich möchte nämlich gerne ein Türenlabyrinth bauen. Für die Dorfbewohner. Na klar, für die Dorfbewohner ein Türenlabyrinth. Und ich bin gerade noch so ein bisschen überlegen, wie wir das am besten machen. Wir haben ja hier Eichenholz. Hier haben wir Birke, habe ich nochmal gefällt. Hier haben wir Schwarzeiche. Die ist rot, ne? Schwarzeiche ist ziemlich rot. Fichte ist ziemlich dunkel. Ich würde aber eher... Nee, ich würde eher Schwarzeiche nehmen. Denn ein Türenlabyrinth soll es sein. Und noch etwas. Genau, noch etwas. Der Laden hat nämlich einen Namen bekommen von euch. Ich hatte euch ja in der letzten Folge schon gefragt, wie denn der Laden heißen soll. Der Blumenladen. Ne? Guck grad mal nach Schildern, sind natürlich keine da. Ja, schauen wir mal. Machen wir hier mal aus. Keine Ahnung. Fichti. Fichti ist das Holz, was wir hier am meisten haben. Da machen wir jetzt mal drei Schilder. Und dann gibt es jetzt hier mal einen Namen für die Bude von der Flora. Hat euch ja gefragt, hier Floras Laden, wie der denn heißen soll. Und ihr hattet geschrieben, ganz tolle Namensvorschläge, haben mir alle sehr gut gefallen. Und der von Tomcat, den habe ich jetzt genommen. Und der war Floras Weiß. Ach, SCH geht ja wieder nicht. Weiß. Glöckchen. Es hat irgendwie was Weihnachtliches, hat aber auch was irgendwas mit Blumen zu tun. Da haben wir ja die weißen Glöckchen. Hier stehen auch, glaube ich, noch ein paar rum. Hier, ne? Die da. Dich, weißes Glöckchen, und auch du. Euch, dich nehmen wir jetzt mal. Und dann machen wir jetzt gleich was für die Dorfbewohner. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Das hier nehmen wir nochmal weg. So, zack. Und die sind auch ein bisschen itzig geworden hier. Und da machen wir jetzt einfach mal hier die weißen Glöckchen hin von der lieben Flora. Ja, der Zordan wollte mir eigentlich, oder sollte mir heute eigentlich auch Lehm mitbringen. Das konnte er natürlich jetzt auch nicht machen. Ganz klar, weil er halt, wie schon gesagt, ein Problem hat. Und ich hoffe, das kriegt er bald in den Griff. Das wäre total schön, wenn wir ihn bald wieder hätten, den guten Zordan, ne? So, Floras weiße Glöckchen. Die wachsen nicht immer genau in der Mitte. Das ist eigentlich, können wir das so nicht lassen. Aber egal. Wir müssen vorankommen. Ein Türenlabyrinth soll hier hin. Und das würde ich ganz gerne hier vorne hinbauen. Passt mal auf, Freunde. Dann machen wir jetzt mal so. Dann machen wir uns mal die Dinger raus. Und dann machen wir uns hier mal helle raus. Passt nicht ganz ein Ei. Was zum Teufel soll ich denn mit einem Ei? Ich bitte euch, Freunde. Und hier die Samen brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Okay. Ja, genau, hier kommt es hin. Die sind schon ganz gespannt. Da würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt mal hier runter. Ich habe schon überlegt, ob man das vielleicht sogar kombiniert. Das Türenlabyrinth mit einer, nee, das können wir nicht nehmen. Türenlabyrinth und... Was denn? Und, Bahn, ne? Also Karussell, Bahn, ne? Ist eigentlich ziemlich dunkel. Wir könnten ja sagen, wie viel haben wir denn hier von 25 Stück? Gut, nee, das Stein können wir jederzeit nachholen, ne? Könnten das ja so machen, weil wir wollten diesen roten Stein noch ein bisschen verbauen. So. Dann hier. Wieder den. Und wir enden wieder mit Holz, würde ich mal sprechen. Das heißt, einmal würde ich hier ganz gerne noch einen dran babsen. So. Und so. Okay. Das sind jetzt vier von den Dingern. Noch einen dran babsen, haben wir fünf, ne? Ja, so ist das. Aber ich will es auch nicht zu groß machen. Nicht, dass die zu viel Spaß haben, ne? Das ist ja auch nicht unser Ziel. Eins. So, dann der.
zwei, drei. Nee, ich glaube, das passt ganz gut. Vier und hier wieder fünf. Jetzt füllen wir das Ganze hier noch auf. Denn ihr habt ja auch schon festgestellt, und das ist auch richtig, unsere Zeit eilt ein wenig davon bis Weihnachten. Ihr könnt das auch gleich mal so ein bisschen noch mit als Weihnachtskalender nehmen, denn die Zeit eilt wirklich davon. Für euch bei Weihnachten, ne, wollte ich gerade sagen. Also, wenn ihr noch keine Geschenke habt oder so, dann wird es jetzt langsam, wird es dann Zeit. Guck mal, der Block schmilzt. Bestimmt, weil der Nähterstein noch so heiß ist. Der ist ja gerade frisch aus dem Nähter. Du findest es jetzt schon interessant? Na, dann wart mal ab, ey. Du drehst durch, wenn das Ding hier fertig ist. Ihr werdet es lieben. So, ganz bestimmt. Ich überleg gerade. Es hat ja auch schon was Geisterbahnmäßiges hier mit dem Nähterstein, ne? Wenn wir jetzt sagen, haben wir denn noch Nähterstein? Nicht so viel. Das heißt, wir müssten ganz kurz in den Nether, Haltbarkeit und Effizienz, und ein bisschen Nähterstein holen. Okay, das kriegen wir hin. Wollen wir noch ein bisschen Nähterstein? Wir brauchen nicht viel, vielleicht ein, zwei Stacks. Dann machen wir es alles mit Nähterstein. Das würde mir gefallen. Die sind noch schön warm. ja. Das ist noch ein bisschen im Impro. So, hier können wir durchgehen. Dorfbewohner sind hier gerade keine in der Nähe. Wir gehen erstmal durch. Uaaaaab in den Nether, Peter. Ja. Und hier gehen wir jetzt einfach mal an diese Stelle und werden hier gleich mal fürs Türenlabyrinth. Könnten auch sogar eine Geisterbahn bauen mit den Seelensteinen. Das ist ja auch, dieser Seelenstein ist ja auch so eine Sache. Oh, guck mal. Haben wir auch die Behutsamkeit auch da? Haben wir auch da. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier schon mal den Quarz abbauen. Vielleicht können wir den auch noch gebrauchen. Wer weiß. Wenn nicht, verbauen wir ihn einfach in der, im Türenlabyrinth. Ja, es gibt ja immer so Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt für die Kinder. Und wir hatten aber festgestellt, also ihr habt festgestellt, wir haben schon 64 Stein. Okay. Was können wir mal kurz hier beiseite packen? Die Schilder? Okay. Quarz ist teurer als Schilder. Ja. Und schon verlassen wir wieder den Nether, Peter, denn wir wollen ja noch... Also hier müssen wir uns unbedingt einen Fußboden hinmachen, sonst dauert das immer zu lange, hier hin und her zu latschen. Okay. Wieder zurück in der normalen Welt. Hier den Zaun, na gut, den werden wir brauchen auf jeden Fall. Machen wir hier mal wieder zu. Zack. Und gehen wieder runter. Also es ist gar nicht so... Wir werden ganz schön brauchen hier, um diesen Weihnachtsmarkt vernünftig zu gestalten. Die Dorfbewohner finden es auf jeden Fall schon mal irgendwie interessant. Sie können nicht genau sagen, was es wird, aber sie finden es interessant. Das ist ja auch immer wichtig, dass man sich erstmal grundsätzlich schon mal für eine Sache interessiert. Und der Jan Geres, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, der hat geschrieben, Mensch, du müsstest mal bei den Dorfbewohnern hier die Scheiben wechseln. Die haben ja alle diese kaputten improvisierten Scheiben. Und ist ja klar, dass die da nicht glücklich sind hier in ihrem Ort. Das stimmt, das können wir dann im Zuge der Kathedralenerneuerung können wir das auch gleich noch machen. Und hier die Scheiben nochmal wechseln von den Jungs, ne? Das machen wir gleich mit. Und dann sind die bestimmt auch fröhlicher. Aber ich meine, sie kriegen gerade einen Weihnachtsmarkt, also jetzt mal ehrlich. Oh, ups. Sie kriegen gerade einen wunderschönen Weihnachtsmarkt hierhin gebrezelt. Wenn sie das nicht glücklich machen, dann weiß ich es auch wieder nicht. Vielleicht sollten wir die Bäume mal anpflanzen, die wir haben. Ja, mal gucken. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel. Okay, das ist erstmal die Grundfläche hier vom Türenlabyrinth. Die hier immer so unterschiedlich ist. Und da kommen dann witzige, also da kommen dann ganz viele Türen rein, damit die Leute sich da drin bewegen können. Aber erstmal kommt natürlich hier Zaun rum. Ich glaube, ich sollte hier dann auch nochmal einmal, ja, jetzt geht's nämlich schon wieder los. Moment. Die mal weg und dafür nehmen wir wieder unsere Axt. So. Weil hier kommen ja überall Türen hin, ist ja klar. Klarer Fall. Die Folge kann ja nicht schon wieder halb um sein. Das ist unglaublich. Das ist unmöglich vor allen Dingen. Es ist, sobald man unter Zeitdruck steht, verrinnt die Zeit auch irgendwie schneller, hat man so den Eindruck.
So, hier, das ist die Fläche mit den Türen, auf jeden Fall. Hier muss es irgendwo einen Einstieg geben ins Türenlabyrinth. Der wäre dann hier, ne? Richtig? Genau. Der wäre dann hier. Hier könnte man reingehen. Oder man sagt halt, man geht hier rein und auf der anderen Seite wieder raus. Also im Grunde die beiden weg. Dann hätten wir hier den Eingang. Und hier hätten wir den Ausgang. Ich merke das schon, es wird wieder dunkel, ne? Und im Dunkeln ist ja bekanntlich auch gut munkeln, deshalb gehen wir wieder schlafen, diesmal wieder draußen, damit wir etwas schneller sind. So, zack, hingelegt und geschlafen. Und einen Schluck getrunken, nicht vergessen. Ein neuer Tag. Ja, ich überlege noch gerade, wie ich das jetzt genau gestalte, hier mit dem Türenlabyrinth. Wir könnten hier außen... Außen könnten wir theoretisch eine Bahn rumziehen. Eine Bahn hiervon, ne? Um die Verwirrung komplett zu machen. So, da kommt ja dann auch Zaun drauf lang. Klarer Fall. Du kommst dann weg. Ups. Gut, hier müssen wir jetzt noch Erde unterferkeln, sonst sieht das albern aus. Und die Leute fallen uns hier auch raus. Es muss natürlich komplett ein Zaun rum, damit die Dorfbewohner nicht mogeln können im Grunde und irgendwo anders lang gehen können, ne? So. Ah, passt auch Gott sei Dank gerade noch so mit der Kiste, haben wir uns nicht so ganz vertan. So, okay. Dann käme hier... genau. Hier müsste jetzt Zaun hin. Wir brauchen also, wir müssen unbedingt nochmal schnell hier ein paar von den Bäumen anpflanzen. Das sollten wir tun. Wir machen das hier hinten bei den Schwarzeichen. Da haben wir eh noch ein bisschen Platz. Hallo Ferdis, ihr seid auch bald dran. Keine Bange. Wahrscheinlich war hier Eis gerade oder Sand, dass wir das da nicht draufsetzen können. Gehen wir hier lieber ein bisschen den Berg hoch. So, und Birken haben wir auch 3 Stück. Die setzen wir auch gleich hier hin. Da haben wir hier schon mal Holznachschub und außerdem kommt ja dabei auch dann gleich was, hier sag schon, ne, raus. Man könnte natürlich jetzt sagen, man macht hier auch noch überall Netherstein hin, das will ich aber eigentlich ungern. Ne, hier soll der Eingang hin, da machen wir uns also, soll auch ein bisschen verwirrend sein, das Ganze, dass man nicht immer gleich auf Anhieb sieht, wo hier Ein- und Ausgang ist. Also hier wieder der Eingang. Und hier, na, so und so. Hier geht man dann rein. So, das hieße, wir müssen da jetzt erstmal einen Zaun rumzimmern. Wir machen uns hier erstmal ein paar Stickies. 44 Stück. Zack. Und Zaun nicht vergessen. So, Zaun. Dann haben wir jetzt 42 Zäune. Und dann machen wir uns noch roten Zaun. Ich hoffe, wir haben genug Tropenholz. Wir könnten... Ja. Müssen wir schon machen irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwo noch Tropenholz rumfliegen. 15. 15 reicht, glaube ich, nicht. Ups. 15 reicht, glaube ich, nicht. Hier haben wir noch Tropenholz. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen mit dem Tropenholz... Müssen wir echt so ein bisschen sparsam sein. Moment. Das brauchen wir eventuell noch für Türen. Allerdings haben wir da auch noch was nachgepflanzt. Und wir haben auch noch Schwarzeiche. Alles klar, komm her. Egal, machen wir aus der teuren Schwarzeiche Stöcker. Das ist eigentlich... Es ist eine Schande, sondergleichens. So, dann machen wir hier noch Zaun raus. Zack und zack. Haben wir ein bisschen Tropenholz. Weil es ist mir schon wichtig, dass der auch immer bunt ist. So ein Markt hier soll auch immer bunt sein. So, und dann sagen wir nämlich, wir setzen hier so einen hin. Hier so einen hin. Hier kommt dann wieder ein normaler. Und dann hier wieder, normal, ne? Hier wieder, weil hier wäre ja einer, aber da kommt ja keiner hin. So, zack, 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 zack. Ach, jetzt wächst hier der Schnee rüber, weil hier, na, das können wir jetzt so nicht lassen. So, besser. Muss ja alles schön ordentlich sein, ne? Wenn das denn hier losgeht mit dem Weihnachtsmarkt. Den Weihnachtsbaum müssen wir natürlich auch noch schmücken. Stopp, das war falsch.
Den Weihnachtsbaum müssen wir noch schmücken. Und, ja. Dann noch ein paar Buden aufstellen. Natürlich eine Essensbude, eine Glühweinbude, hatte ich ja schon gesagt. Darf auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen. Auf gar keinen Fall. So, jetzt kommen hier nämlich diese zwischen. Hebt sich jetzt nicht ganz so krass ab. Aber so ein bisschen, ne? Ist schon so ein bisschen bunt. Und ein bisschen bunt reicht ja auch erstmal. Sind wir auch erstmal mit zufrieden. Zack, zack und zack. So, dann haben wir das schon mal eingegrenzt, ne? Dann wäre hier der Eingang und da der, also hier wäre der, ja. Und hier kommen jetzt überall Türen rein. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Die Bäume werden noch ein bisschen brauchen, bis die wachsen, schätze ich mal. Die werden auf jeden Fall noch brauchen. Machen wir hier so weiße Birkenholztüren? Ich finde die eigentlich ganz schick, weil die nicht so ganz auffällig sind. Machen wir mal welche von. Gut, unser Inventar ist gerade wieder voll. Arg. woran das man immer liegt. Ewig ist mein Inventar voll. Meine Güte. Packen wir mal die Blumen beiseite. Was war das eben? Was habe ich eben beiseite gepackt? Ah, jetzt ist das auch schon wieder voll. Na gut, okay. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Türen. Zack. 30 Türen, okay. 30 Türen. Ab ins Türenlabyrinth damit. Und dann würde ich sagen, wir fangen hier an. Machen die immer so auf. Okay, machen wir erstmal eine Reihe hiervon. So. Und dann hier auch Türen hin überall. Die gehen natürlich jetzt zur anderen Seite auf. Okay, alle wieder zu. Man kann die auch ruhig mal so ein bisschen wild zumachen und auf und zu. Damit die Dorfbewohner dann auch schön durcheinander kommen und gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt lang müssen. Und das ist nämlich dann der Sinn des Türenlabyrinths. Dadurch, dass die das dann alles verstellen, werden die sich hier total drin verirren, in diesem Labyrinth. Und wichtig ist, dass alles gleich aussieht. Hehe. So, 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 so und so. Und hier auch noch eine Tür und hier auch noch eine Tür. Noch eine Reihe Türen. 1, 2, 3. Haben wir jetzt ganz hinten auch eine? Ja. Und mal interessant wird es erst, wenn die so verstellt werden, ne? Das heißt, es ist ein Labyrinth im Endeffekt, was sich ständig verändert. Ein ständig veränderndes Labyrinth. Ist das nicht gemein? Und ich glaube, wir machen tatsächlich überall die gleichen Türen hin. Um den Wahnsinn perfekt zu machen. So. Zack, hier auch nochmal 42. Da werden wir auch wahrscheinlich nicht mit hinkommen. Weil wir brauchen echt eine ganze Menge Türen. Den Wahnsinn perfekt machen. Und dann kommt oben Dach drauf und dann kann es sein, dass die es als Haus sehen und dann hier total ausflippen. Die Dorfbewohner, ne? So, wir haben noch 28. Okay, das ist in Ordnung. Ja, ist eine neue Jahrmarktsidee von mir, ein neues Konzept. Mal sehen, wie es angenommen wird von den Dorfbewohnern. Bin schon sehr gespannt auf jeden Fall darauf, was sie dazu sagen. Ich denke mal, sie werden es eventuell interessant finden. Und ich glaube, uns fehlen echt nur so ein paar Türen hier. Ja. Ein paar fehlen uns noch. Aber vielleicht können wir einer Birke auch beim Wachsen ein wenig nachhelfen. Oder haben wir sogar noch Birkenholz? Nee, Birkenholz ist alle. Ich muss neues kaufen gehen. Moment. Wir können mal gucken, ob ich hier irgendwo ein paar Knochen habe. Dann schaffen wir es vielleicht noch in dieser Folge. Hier. Ist ja mal, irgendwie habe ich mir vorgenommen, in jeder Folge ein Fahrgeschäft zu machen. Ah, guck mal hier. Wachs mal Birke. Es könnte sein, dass die einfach zu nah dran war, hier an der anderen. Moment, haben wir gleich. Dann wächst die nämlich sowieso nicht. Birken sind da sehr eigen. Los, komm schon, Birke. Oh, guck mal. Da seht ihr, dass die hier nicht in den natürlichen Habitat sind. Da verändern die nämlich gleich so ganz böse ihre Farbe. Zu einem Farbton, einem bräunlichen Farbton. Und guck mal, da habe ich natürlich ganz toll den Baum hier, die Birke hingepflanzt. Habe ich die jetzt kaputt gemacht? Nee, aufgesammelt. Viel besser. So. Du kannst hier wieder wachsen. Hier war ein sehr guter Birkenwachsplatz.
Und wir haben wieder Birkenholz. Daraus können wir uns gleich wieder die Dinger machen. Und daraus machen wir uns Türen. Und dann soll es eigentlich reichen. Fürs Türenlabyrinth. Fürs Türenlabyrinth des Wahnsinns. In der nächsten Folge werden wir dann wieder was anderes machen. Natürlich, klar. Wahrscheinlich oder das Türenlabyrinth fertig. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Jetzt kommen hier auf jeden Fall noch die Türen rein. Zack, 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 zack und zack. So. Fertig. Hier fehlt noch eine. Fertig. Dann kommen hier natürlich noch, brauchen wir wahrscheinlich mal ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich ein wenig, sagt schon, hier Erde brauchen zum Hochstecken. Und die schöne Minecraft-Musik. Klasse. Jetzt habe ich sie diesmal extra nicht am Anfang gespielt. Jetzt spielt sie das Spiel selber. Manchmal spielt sich das Spiel auch ganz von alleine. So, wir machen nämlich hier die Trägerelemente hin. Einmal hier. Da kommt dann oben das Dach drauf für das Labyrinth. Das ist ganz wichtig, weil ohne Dach nehmen die das nicht an. Die Herren und Damen hier. Und ich glaube, wir brauchen echt nur einen draufsetzen. Dann können wir schon ein Dach draufpacken. Aufs Türenlabyrinth. Warum geht das hier nicht? Doch, geht doch. Und es wird dunkel. Naja, gut. Naja, gut, so ist das halt, ne? Jeden Tag geht ein Tag vorbei. Am Ende eines jeden Tages endet ein Tag. Ist eine alte Weisheit aus Emeraldien. Ah, Freunde, ey. So. Hier nochmal. Ja, ist interessant, ne? Großes Türenlabyrinth. Ist aber noch nicht eingeweiht. Kannst du noch nicht benutzen. Hier, du Typ. Gehen wir erstmal schlafen. Ja, ich weiß, das war... Na, Vater Abraham oder so. Unser Bett steht hier hinten im Kalten. Aber egal. Und wir werden auf jeden Fall noch auf die Idee von dem Jan eingehen, die Scheiben zu wechseln. Das verspreche ich. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber in einer der nächsten. Wir müssen uns noch überlegen, was wir hier oben von Dach drauf machen, ne? Aufs Türenlabyrinth. Ein Glasdach wäre interessant, um dann zu sehen, wie die Leute sich darin verirren. Allerdings, vielleicht ist denen das auch peinlich. Vielleicht ist denen das auch peinlich, wenn die sich hier verirren. Dem Endermann ist gar nichts peinlich. Ich glaube, wir werden eins machen aus Eichenholz, damit sich das hier wiederfindet, ne? Von unten, dass sich das dann wiederfindet beim großen Türenlabyrinth. Oh, fehlt dir noch eine Tür? Ah, ne, die ist nur offen. Dann können die hier so durchlatschen, ne? Und seht ihr, ich habe mich jetzt schon verfranst. Könnt ihr euch vorstellen, was den Dorfbewohnern, passiert. Wenn die erstmal reingehen. Ich werde jetzt mal sehen, dass wir hier mal, ich guck mal, ob ich noch Eichenholz da habe. Oh, Folge ist um, verdammt. Liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Bis zum nächsten Mal hier im wunderschönen Sternensingen.